Jo meine Freunde, es geht endlich wieder los mit Last Driver Standing. Und zwar werden wir heute uns mal als erstes den Fahrer aussuchen. Und ich habe jetzt keine bessere Schüssel, deswegen mein Glas hier. Aber ich werde euch angucken, deswegen wird es spannend. Ich habe mir komplett neue Karten gemacht, die einfach viel besser aussehen. Und deswegen freut es mich umso mehr. Abonniert unseren Channel gern kostenlos, lasst auch gerne ein Däumchen oben da. Und bis jetzt habe ich auch den ersten Fahrer. Ich habe aber auch alle Strecken, die neu sind, hinzugenommen. Deswegen wird es ein bisschen tricky werden, ob hoffentlich bekomme ich Türkei, Imola oder Jeddah, aber da bin ich sehr guter Zuversicht. Wir haben Lewis Hamilton bekommen, das ist natürlich mal eine ordentliche Nummer. Und wie findet ihr mein Kartendesign? Also ich hoffe, man sieht es, wenn nicht, ich blende es euch ein. Also das ist ja mal ordentlich gut. Da kann er nichts. Falls ich mal ein, mach gern Tipps rein für mehr Challenges. Ich würde auch gern andere Challenges machen, wie sie Reifen platzen oder auch mit Regenreifen Rennen bestreiten. So ganz strange Sachen würde ich extrem feiern. Sala, und wir haben in 3, 2, 1 die Strecke, wo wir heute Last Driver Standing spielen werden. Und das wird. Nein, das ist die Türkei, das gibt's nicht. Okay, dann nochmal in 3. Auf dieser Strecke werden wir heute unser Last Driver Standing bestreiten. Das ist, Vereinigte Arabische Emirate und es ist, Abu Dhabi. Ich bin sehr gespannt, ob sich auf dieser Strecke ein Last Driver Standing machen lässt. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren, dass wir dort mit Hamilton in Abu Dhabi. So Leute, wir sind hier in Abu Dhabi und ich bin sehr gespannt, wo wir starten werden. Es wird wahrscheinlich in den Top 10 sein. Zweiter Platz ist okay, ist auf jeden Fall krass okay. Abu Dhabi habe ich leider noch kein Setup, da bin ich noch nicht gefahren. Ein bisschen mehr Benzin, kennt man ja mit Gas geben und so weiter. Wir müssen aber auch viel bremsen, allzu viel Benzin nicht. Los geht's hier, der große Preis von Abu Dhabi. Unsere Last Driver. Okay, warum dürfte ich hier nicht? Okay. So, unsere Last Driver Standing Challenge beginnt. Zack. Paris mal den Flügel weg. Wow, Bottas auch. Und Verstappen, bremsen wir hier mal richtig ein. Verstappen, der ist schon draußen. Boah, mein Teamkollege ist tot. Boah, mein Controller, Halleluja, Bottas draußen, oh mein Gott. Und oh mein Gott, die Seitenteile sind schon tot, sind schon kaputt. So, Paris. Danke, Paris. Okay. Das ist das neue Schadensmodell vom 21er. Ein bisschen schwierig, wir haben natürlich auch heute wieder 6 Respawns. Das ist jetzt neu und ich benutze jetzt schon mal meinen ersten, weil das richtig beschissen war. Ich brauche den Flügel, glaube ich, noch ein bisschen länger. Und den werden wir so und so bald verlieren. Na komm, Paris! Boah, das war Paris' Schuld, oder? Ich würde schon mal sagen, dass das Paris' Schuld war. Der Assi-Trick ist in dem Game heuer. Man wartet, wohin lenken und dann bremsen. Das ist so Assi. Boah, mein Gott. Alles okay? Leclerc schießt uns hier einfach mal richtig weg. Also, da ist ja nichts mehr. Leclerc, du kleiner Go. Das war natürlich jetzt. Ja, das ist dieser Assi-Trick. Tschüss. Boah, ich hab mich mal an, wie der schwafelt. Oh mein Gott. Rein. Achso, gibt eh keine Strafe mehr, können wir auch abkürzen. Paris, der. Oh, Verstappen, der arme Hund. Muss da hinten über den Körb gehen, aber wir haben jetzt leider auch keinen Flügel mehr. Dann doch nur den gelben. Das ist natürlich optimal. Sehr, sehr optimal. Tsunoda auf 3. Und. Boah, das war sehr hardcore. So, rein mit dir da. Rein. Tschüss. Ich glaube, der ist nicht tot, oder? Das war viel Tamtam für einen Flügel. Wir machen den zweiten Respawn. Das ist mir ein bisschen zu heikel gewesen. Nein. Och, du heilige Scheiße. Nein. So, wir warten hier mal. Ach, wir fahren hier einfach mal geradeaus, weil ich möchte die. Oh, Strolli! Boah, mein Gott. Okay, das kam unerwartet. Das ist der dritte Respawn. Das kam sehr unerwartet, dass der hier kommt. Ich dachte, die haben alle keinen Flügel mehr. Aber wir werden hier mal weitergehen. So, wir gehen hier und werden.
Ocon vorbeilassen und uns als nächstes... Oh! Ha! Der Tsunoda reißt uns ja einfach den Flügel ab, dass wir nicht mehr lenken können. Wow! Also das geht heute richtig drunter und drüber. Die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Tsunodas Flügel ist schon down. Und natürlich dürfen wir nicht jetzt allzu lange uns Zeit lassen mit denen, weil sonst ziehen uns die da vor mir weg. Es gibt ja fast keine Möglichkeit, irgendwo abzukürzen, dass wir da ein bisschen Zeit gut machen. Deswegen wird es noch schwieriger, Halleluja. Da kommen wir aber verdammt weit raus. Aber wir können mehr Schwung mitnehmen, das ist natürlich verdammt gut. So, wir sind hier an Fernando dran, an unseren Spanischen. Zack, 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 zack. Oh, sorry. Das war natürlich jetzt, gut. Das war gut. Was machen die Jungs da? Norris? Heute schon wieder unser kleiner... Boah, ich habe glaube ich roten Flügel, ja. Da geht nichts mehr lenken. Jetzt probieren wir es aus. Scheiß drauf. Zack! Tschüss, Norris! Die Seitenkästen sind safe rot, oder? Nein, gelb und orangelich. Aber ich bin natürlich, wir haben noch immer noch 16 Leute. Das ist natürlich nicht gut. Lenk nur raus, Vettel. Alter Scheiße. Alter, come on, Alter, was soll denn die Scheiße heute? Halt, heute schon wieder gar keiner Bock aufs Sterben. Tschüss. Felipe, Fernando ist faster than you. Jetzt ist er weg. Halleluja, wo kommen die denn auf einmal her? Halleluja. What the fuck? Alter, zack. Und uns dreht hier weg. Na toll. Na perfekt. Das gibt den vierten Respawn. Ich weiß nicht mal, wie was ich den bekommen habe. Mann, was war das da? Was war denn das für ein behinderter Versuch hier? Ich bin hier einfach zu früh aufs Gas. Das geht. Ich habe Traktionskontrolle an. Also das im Game ist. Das Feedback ist echt hardcore. Nicht das Feedback, sondern auch die Traktion. Ja, come on. Ja, komm schon, Mann! Er drückt uns hier in Kimi rein! Das kam unerwartet. Aber ich weiß nicht, was sein scheiß Problem war. Er drückt uns da in Kimi rein. Geh mal auf Bremse, Mann. Nur noch. Ich habe die Vibration um 10 hochgestellt und das spürt man jetzt auch. Wenn der Flügel kaputt ist, dann spürst du das. Ich habe vorhin schon gemerkt, dass man hier echt gut eine gute Kurve fahren kann und dann hier an Pierre Gasly dran ist. Wir kommen hier sehr, sehr gut mit. Pierre Gasly? Komm schon, Pierre. Tschüss, Pierre. Oh nein, Mann, der hat einen Stahlauto. So, den haben wir auch. Und da rollt eine Riesengruppe. Keiner hat Pierre mehr erwischt, nein. Da rollt eine Riesengruppe auf mich zu. Angeführt von George Russell. Ja, genau. Alle kürzen hier mal einfach schön ab. Okay, das war natürlich jetzt eher leck. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ich will nicht drüber reden. Ich will nicht drüber reden. Mann. Gut, das ist dann der fünfte Respawn. Halleluja, heute habe ich echt Schiss, dass wir das nicht schaffen können. Es leben immer noch 12 Leute und wir haben nur noch einen Respawn übrig. Jetzt müssen wir echt intelligent fahren. Ja, genau, Mann. Oder mehr auf die KI schieben. Das war die KI. Safe. Mazepin. Jetzt könnt ihr euch noch an den Crash in Ungarn erinnern, wo Kimi Mazepin irgendwie in den Reifen geknickt hat. Jetzt war genau die gleiche Situation mit Mazepin und mir. Ja, der will sterben, Mann. Wow. Da geht's aber heute Schlag auf Schlag. Jede KI will dich heute töten. Ich habe auf Standard eingestellt bei Schaden.
Also da geht es ja mal richtig ab. Aber ich bin auch behindert zurückgekommen hier. Ich hätte da einfach... Okay. Lass mich ihn mal ziehen, er hat eh keinen Flügel mehr. Boah, der ist geflogen. Ja, nee, auch. Sein Reifen vor allem. So, durch hier. So, das kennen wir schon. Da dreht sich leicht weg. Matze Spin. Den, boah. Matze Spin heute schon wieder richtig hardcore aggro unterwegs. Nikolaus Antivi auch draußen. Jetzt leben noch 10 Leute. Wir haben die Hälfte circa durch. Boah, der lebt noch immer noch. Der ist mir voll hinten drauf gefahren. Mein Heckflügel ist safe. Tot. Der ist safe gelb, oder? Nichts. Der ist mir vollgas hinten drauf gefahren. Ich glaube aber, der stellt ab, weil... So, jetzt hat er auch mal keinen Flügel mehr. Mann, Mazepin, was soll das? Boah! Was habe ich denn für einen Stahlreifen? Okay, jetzt sind ein paar durchgekommen, die ich so nicht durchhaben hätte wollen. Aber die werden eh alle aufgehalten von Mazepin, der leider einen Flügelschaden hat. Ja, so geht die Welt zugrunde. Ich glaube aber auch Stroll hat einen Flügelschaden, weil wie langsam der Junge fährt. Deswegen bremsen wir hier mal ein bisschen ab. What? Okay, ich bin hier echt 100% behindert gefahren. Wir fahren raus, wir bleiben draußen. Jetzt mobben wir hier mal Stroll ein bisschen. Er ist trotzdem in die Box abgebogen. Das ist so genial, man bremst und... Tsunoda? Boah, das war Tag Team mit Verstappen. Das war Tag Team mit Verstappen und der steckt jetzt da drin fest. Das ist ein Wahnsinn, wie teilweise sich die KI da durchschlingeln kann. Habt ihr das gesehen? Er hätte eigentlich in die Wand klatschen müssen. Yuki Tsunoda ist auch draußen, Verstappen natürlich nicht. Was passiert, Ricardo? Schumacher Zweiter. Also, bestes Ergebnis. Obwohl, Zehnter war natürlich letztens auch nicht so schlecht. Aber wir... Alter, das dauert heute schon sehr lange. Und wir hatten noch nicht mal einen schönen Crash heute. Also, es ist natürlich sehr cool. Tschüss. Und jetzt kommt Verstappen. Verstappen hin zu uns! Er hat uns nicht getötet. Er hat uns nicht getötet. What? Und vor allem, wir haben ihn nicht getötet. Das war natürlich sein... Boah, Verstappen! Der hat ein Stahlauto. Oh mein Gott! Hab ich das mal angeguckt? Der... What? Ich muss... I can't describe this... Emotions in Words. Halleluja, Verstappen, was los mit dem? Der hat ja ein Stahlauto. Pass auf, und jetzt stirbt der safe durch irgendwas ganz Simples, wo man sich denkt, so, what? Da hat er alles überlebt. Achso, der hatte noch kompletten Flügel, deswegen war es auch so schwierig. Da. Diese Red Bull sind ja auch wirklich für die Ewigkeit gebaut. Jetzt da. Aber sowas wie von jetzt da. Oh, nein, Verstappen hat es überlebt, verfickt. Lass mich Verstappen nochmal töten. Gut, egal. Bist du... What? Dann stupst mich hier mal an. Tschüss. Wir drehen uns beide, wollte ich sagen. Na moin. Ja, Mann, Verstappen, jetzt verpiss dich doch mal. Der kürzt hier schon die fünfte Ecke ab. Und jetzt schneidet ihr dann noch Ricardo. Ich glaube, den holen wir nicht mehr auf. It's impossible to overtake this guy in front of me. Verstappen fährt einfach weiter. Nein, geht in die Box, denke ich mir, ja. Müssen hier Strolly Boys nochmal holen. Stefani noch 6 Fahrer. Und Verstappen jetzt wieder leider unbreakable. Wir haben den Idioten eigentlich getötet. Aber jetzt hat er sich da wieder befreien können. Da fahren wir einfach hier unten. Da rechnet er nicht damit. Okay, das ist ihm nicht ausgegangen. Knapp den Tod entrungen. Wäre eine gute Überschrift. Nein, Spaß. Verstappen und Mazepin hier ganz, ganz hinten. Nein, das ist Schumacher noch. Bist du in Ordnung? Eine heikle Sache heute. Eine heikle Sache.
Boah, das war aber clean. Das war verdammt clean. Jetzt müssen wir mal abwarten. Hier, Russell noch. Mazepin, das sind halt die Schleicher hinten, ne? Russell, komm. Geht's dir gut? Motor aus. Die Schleicher mit den robustesten Autos im ganzen Game. Sorry, aber boah. Ganz schön hardcore heute alles. Was ist ein Russell eigentlich für ein kleiner Goal? Das ein Auto ist so stark. Boah, den hat's weggedreht. Gut, Russell geht nicht. Ich glaube mal, Mazepin ist tot, ja. Verstappen ganz hinten, hinkt da hinterher. Und das ist noch ein Ricardo. Ich denke mal, das ist nicht mal ein... Oh. Was hat denn bitte Verstappen für ein Russell für ein scheiß gutes Auto? Oh nein. Tschüss. Er ist durch den kleinen Heat gestorben. Oh mein Gott. Wie kann man durch so eine Heat sterben? Guckt euch den Heat mal an. Er war so lame. So, die letzten zwei noch Ricardo und Verstappen. Ich glaube, es könnte sich ausgehen. Wir haben noch einen Respawn. Es leben noch zwei Leute und ja, der WM-Kampf, würde ich mal sagen, geht in die letzte Runde. wenn wir hier sind, dann wissen wir wahrscheinlich auch schon, wer Weltmeister ist, wird oder ja, oder dergleichen. Deswegen wird es jetzt interessant. So, 20 Sekunden. Trennen uns hier noch. Danke fürs Staffel. Bist du in Ordnung? Der WM-Fight ist vorbei. Wir sind beide gestorben. Nein, Spaß. Einen Respawn haben wir noch und das war, glaube ich, Verstappen schuld. Ich habe auch einen Ticken zu spät drüber gelenkt. Also. So, hier kommt er. Das Game ist und bleibt weird. Wirklich. Es ist einfach so komisch. Das ganze Fahrverhalten ist echt verdammt komisch. Und jetzt Verstappens. Ein Leben haben wir noch. Ja, genau, he wants to play Pumper Car or what? Ist er tot? Ist er jetzt echt tot? Nein, ist er nicht. Oder? Nein, ist er nicht. Wir haben noch eine Chance, bevor er in die Box abbiegt und die will ich ehrlich gesagt nutzen. Er hat abgestellt. Wir haben gewonnen. Perfekt. Haben sogar noch ein Leben im Petto. Abonniert uns den Channel, gern kosten das. Wir haben es geschafft. Nächstes Mal wird es hoffentlich noch ein bisschen verrückt, weil die Strecke echt ein bisschen komisch ist zum Raushauen. Weil es halt viele Wände gibt, ist es nicht so schwierig. Abonniert uns den Channel, gern kosten das. Lasst unbedingt gerne einen Daumen hin und da. Und schaut auch auf unseren TikTok und Instagram-Account vorbei. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.